Hallo und herzlich willkommen zurück bei Thief. Bei Thief? Da kommen die Wachen ja schon wieder. So ein bisschen wie Dick und Doof eigentlich, die beiden. Ich frage mich, wo es dahin geht. Die kommen jetzt aber nicht zu mir, ne? Die gehen jetzt links. Was kommt als nächstes? Für meinen Geschmack nicht. Ich sehe noch dein Gesicht. Hier steht überall Black Furrow. Ich wünschte, hier gäbe es eine Einlaufküche. Ich habe das Gefühl... Ich glaube, wir müssen hier sowieso irgendwo einsteigen, dann können wir das vielleicht gerade mal machen. Auf dem Weg. Können wir eigentlich, wir haben ja genug Wasserpfeile, kann ich mal ganz kurz den hier... So. Der ist mir ein bisschen im... Huch, ein bisschen im Weg. Ach ja, und hier müssen wir also rein. Waren wir da nicht schon? Das Fenster kommt mir sehr bekannt vor. Aber soll mir egal sein. Jetzt erstmal hinein. Wohnung des Autors. Und aus irgendeinem Grund sind ja keine Bilder mehr in den Rahmen. Es muss ein sehr ärmlicher Autor sein, wie es aussieht. Es ist wahrscheinlich nicht... Dieses Buch wird mein großer Durchbruch. Ich spüre es. Aber wer, mein Freund, ist bereit, eine so kitschige Romantisierung des Lebens eines gemeinen Diebes zu veröffentlichen? Clock Tower Bookbinders, drüben auf dem Platz. Sie sagen, das sei genau das Richtige, um die Aufmerksamkeit der Wache zu erregen. Hätte ich auf einen größeren Vorschuss bestehen sollen. Ohne Zweifel. Sehr merkwürdig. Natürlich spielt alles, handelt sich alles um Diebe. Alles ein bisschen merkwürdig. Wahrscheinlich mit einem Augenzwinkern gemeint, kann ich mir vorstellen. Die Maus hakelt übrigens immer noch. Ich weiß nicht warum. Ausnahmsweise liegt es aber tatsächlich mal an der Hardware. So. Hier ist noch... Hier muss aber irgendwo noch... irgendwas Geheimes sein, denn wir müssen hier ja irgendwas stehlen. Wenn ich mich recht entsinne. Hallo? Alter, die Maus! Bring die um! Ich soll hier ein Manuskript stehlen, aber ich wüsste jetzt... Nein, nicht 4. Ich wollte F machen. Ich schaue mich mal ganz kurz mit dem Mega-Auge um. Haben wir hier was unterm Tisch? Nein. Da wird man ja besoffen. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Das weiß ich auch nicht. Sind 2 Topfküchen raus geworden. Stiehl das Manuskript. Haben wir das jetzt etwa schon? Ah, okay. Ich glaube, der hat Probleme mit seinem Auge. Da kommen wir auch nicht ran. Ich wüsste nicht, wo hier ein Knopf oder ähnliches sein sollte. Ich finde hier gar nichts. Auf den Dachboden kann ich auch nicht, wie es aussieht. Das ist mir ein Mysterium. Ich kann die Wohnung 10-mal ablaufen und finde nicht, wo hier... Ist ja eventuell ein Schalter versteckt da? Hallo? Schalter? Ja, stinkende Fliegen. Na gut, die Fliegen stinken nicht. Die sind sehr wohlriechend. So eine gemeine Fliege hat ja, glaube ich, auch keinen Eigengeruch. Es sei denn natürlich, sie kauft sich vorher ein gutes Parfüm. Aber ich fürchte, Fliegen haben da andere Vorstellungen von einem guten Parfüm als vielleicht die menschliche Nase.
Ich meine, fliegen Menschen auch nicht auf Scheiße, es sei denn, es handelt sich um Reality Soaps. So. Ich gehe mal wieder raus. Ich finde hier keine Manuskripte, vielleicht spät. Tja, Mann. Und da sind die beiden Stooges wieder. Das hören die gar nicht. Und das hier? Auch nicht. So, hoppala. Wir müssen immer noch... Ich weiß... Da ist der Clock Tower. Smoking Silverman. Wir sind auf dem richtigen Weg, wie es aussieht. Pass auf. Also, ihr wisst ja hoffentlich noch, was wir suchen. Dokumente. Stone Market. Schmugglerkarte. Smoking Silverman ist dieses Gebäude. Wir müssen hier außen rum. Und dann in diese Gasse rein. Um den Smoking Silverman müssen wir rum. Na, ich weiß noch nicht genau wie, aber puh, das wird schon irgendwie gehen, hoffe ich. Ich lasse jetzt mal auch mal anderes Gold außer Acht oder was wir hier finden. So, theoretisch sind wir jetzt um den Smoking Silverman rum und das müsste dann eigentlich die Gasse sein. Vielleicht haben sie es am anderen Flussufer besser. Ich wünschte, wir könnten alle runterschneiden. Da kommen wir nicht drauf. So, hier Grünkohlplatz oder was immer da gerade stand. Ich weiß es gar nicht. Ach, hier sind wir wieder. Hier, wo man aus dem Clock Tower rauskommt direkt. Das ist doch aber nicht dies hier, oder? Nee, hier sind wir wieder bei dem Monument. Print Shop and Newspaper. Das muss doch hier in der Nähe sein. Black Pharaoh. Wenn man die Karte hat, wäre es eigentlich schön, wenn man... Print Shop and Newspaper ist genau diese Ecke hier. Print Shop and Newspaper. Und da dran soll das dran sein. Es wäre schön, wenn man die Karte schon hat, dass man sich das direkt setzen kann, aber das wäre natürlich zu einfach. Print Shop and Newspaper. Genau da dran soll es sein. Was kommt als nächstes? Dann ist es doch theoretisch dieses Gebäude dort. So, da drüben kann man einen Seilpfeil anbringen. Das ist total toll. Ich hab Hunger. Die sehen mich ja eh nicht. Uah, es sei denn natürlich, ich falle jetzt runter. So, pass mal auf, wir machen mal Seilpfeil. Viel Spaß mit dem Papierkram bei der Verwaltung. Ja. Ah. Hier ist auch schön. Gemäldebestellung, was haben wir denn da?
Mr. Montonessi, vor kurzem erst bin ich auf eure Arbeit aufmerksam geworden. Ich würde gern sieben Kopien eures wunderbaren Gemäldes Dandy mit Hahnenkopf in Auftrag geben. Das ist ja Vergnügen, wäre mir eine erkleckliche Summe des Geldes wert. Ich hoffe, dass wir mit dieser Geste des guten Willens jene unerfreuliche Episode in der Heilanstalt zu den Akten legen können. Hochachtungsvoll, Lord Abercrombie. Der Name kommt mir sehr bekannt vor. So, Alter, die Maus ist schon wieder am Rumpf. Alter, Maus! Entschuldigung. Ich muss die Maus manchmal scheinbar zur Raison bringen. Wenn die weiter so macht, kaufe ich mir noch eine Katze. Schließe ich auch im USB an und dann geht's los. Okay, hier können wir offenbar durch, aber zum Glück nur dank unseres Schraubenschlüssels. Und jetzt sehe ich gar nichts. Es ist dunkel wie im Rattenarsch. Ah, super, da kriege ich noch ein Portemonnaie. Und bin wieder beim Emporium. Ich will hier gar nicht für das Portemonnaie. Ich weiß, wie viel da drin ist, aber ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Sonst geht es hier aber auch nicht hoch, ne? Nee. Ernsthaft, da kriegen wir diesen super 7 Goldauftrag? Ja, hier den Schrank haben wir noch nicht. Vielleicht finden wir hier ein bisschen was von einem Reichtum. Ich sehe, er ist blitzt schon hindurch und ein weiterer Brief wartet dort auf uns, hinter Schloss und Riegel. Vielleicht kriegen wir dort Hinweise auf den Verbleib der Bilder, der Bestellten. Moira Entlassungsschreiben. Mr. Montonessi, hiermit empfehlen wir mit großer Freude eure Entlassung aus der Heilanstalt von Moira. Ihr habt bemerkenswerte Fortschritte erzielt, was die Reue bezüglich des Todes eurer Familie angeht und könnt nun ohne Bedenken in die Stadt zurückkehren. Wir wünschen euch alles Gute für euer neues Leben. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Handfield. Und Montonessi kommt mir auch sehr bekannt vor. Waren das vielleicht auch Charaktere in den alten Thief-Teilen? Ich kann das nicht mehr zuordnen, aber die Namen kommen mir super bekannt vor und... Was ist denn das Schwarze da? Dieser schwarze Abdruck in der Wand. Was kommt als nächstes? Hier ist doch ganz offensichtlich ein Safe versteckt, oder? Oder bilde ich mir das nur ein, dass es überall so... Ist hier ein Knopf unterm Tisch? Nein. Bücherregal? Alter, die Maus, die bringt mich gerade um. Das darf doch nicht wahr sein. Viel Spaß mit dem Papierkram bei der Verwaltung. Merkwürdig. Das Wetter schlägt um. Das Wetter schlägt um. Da komme ich auch nicht hin. Hier könnte ich noch ein Seilpfeilchen anbringen. Und überhaupt. Da ist doch ein Safe hinter, das sehe ich doch bis nach Polen. Ich weiß noch nicht, wie ich den öffnen kann. Ist da drin vielleicht ein Schalter für den Safe? Ich habe ja mal den Tunnelblick angemacht. Da. Sie wollen den Eintopf werfen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie müssen wir das Ding aufkriegen, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie. Ist hier vielleicht irgendwo ein Ziegel, der vorsteht? Oder hier eine Tapete, in dieser wirklich wunderschönen Tapete? Oder hier die Tür, kriegen wir auch nicht auf. An der Decke ist auch nichts zu sehen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das Ding aufkriegen. Oder foppt mich das Spiel einfach und da ist nichts. In der nächsten Folge nehmen wir auf jeden Fall die Stadt aus. Ich höre es noch genau.
Spaß mit dem Papierkram bei der Verwaltung. So, Print, Shop and Newspaper. Die rote Jenny. Der wartet quasi auf seine Tage, oder was? Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, da runter zu gehen, weil ich die Befürchtung habe, dass es dann wieder eine riesen Kletterpartie wird, bis wir wieder zurückkommen. Hier kommen wir auch nicht aufs Dach, ne? Nee. Uah. Da kommen wir zum Clock Tower. Da ist wieder das Grand Mauden Emporium. Hier ist unsere Heimatbasis. Wollen wir dann rüber ins Berg? Gleich ab. Freunde, 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 das ist echt gar nicht so leicht zu finden. Ich versuche das gleich mal mit der... Uah, was war das denn gerade? Ich versuche das gleich mal mit der Karte abzugleichen. So, ich guck mal ganz kurz. Karte ansehen. Wir sind jetzt momentan hier. Was ist das da? Stiehl den Handspiegel. Suche bei Clock Tower Bookbinders nach dem Manuskript. Ah, okay. Wir haben den Brief gefunden, der da besagt, wir sollen... Ah, ja, ja, okay, jetzt verstehe ich das. Begib dich zur Bank, das sollen wir auch noch machen. Königin der Bettler. Was ist... Händler. Achso, ja, dachte ich mir schon. Handspiegel. Garrett. Garrett. Hier auf dieser Karte kann ich das absolut nicht erkennen, ehrlich gesagt. Wo wir gerade sind und wo nicht. Ich gehe dann nochmal ganz kurz in die Dokumente, Stone Market, Schmugglerkarte. Okay, warte, ich male mir das mal ganz kurz, ich muss mir das mal ganz kurz aufmalen, ich bin gleich wieder da, es tut mir leid, Sekunde. Dann ist das da, da ist Black Pharaoh, das ist ja egal. So, da ist das X und da dran haben wir Print Shop. So, Print Shop. Da dran haben wir noch ein anderes Haus. So, und hier müsste so eine Treppe sein. Da ist eine Treppe und auf der anderen Seite so und da geht's noch irgendwie so so okay, wir müssen also irgendwas suchen, wo unten eine Treppe ist und keine Brücke über den Dächern, wenn das so richtig aussieht. Oh wei, oh wei, oh wei. So, Journal schließen. So, hier ist der Printshop. Ich bin so hungrig. Kommt man da hinten durch? Da kommt man, glaube ich, sogar durch. Wir könnten theoretisch also mal nach unten schauen. Vielleicht mache ich das auch gerade mal einfach. Ich wünschte, wir könnten alle runterschneiden. Dann viel Spaß mit dem Papierkram bei der Verwaltung. Ich sollte mich nach Dayport schleichen. Ich wünschte, wir könnten alle runterschneiden. So, die Wachen laufen da unten viel rum. Viel Spaß mit dem Papierkram bei der Verwaltung. Was ist das hier? Hier kommen wir... Schloss knacken. Na, machen wir das mal ganz schnell. So schnell es eben geht. Alt, warte, 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 warte. So. Man muss doch irgendwie aus der Stadt raus.
Ich hoffe, da ist jetzt niemand hinter. Hallo. Was immer das jetzt war, ich habe keine Ahnung. Könnte sein, dass wir damit irgendwas entriegelt haben hier drinnen. Und es sieht so aus, als müssten wir da auch irgendwie rein. Hier ist sowieso alles dicht. Okay, da unten kommen die Wachen. Oh, da kommen noch mehr Wachen. Ich wünschte, wir könnten alle runterschneiden. Dann viel Spaß mit dem Papierkram bei der Verwaltung. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Psch, 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 psch. Ich wünschte, wir könnten alle runterschneiden. Ja, schneid doch. Dann viel Spaß mit dem Papierkram bei der Verwaltung. Diesen neuen Lampen krieg ich Kopfweh. Sie ist positiv. Jetzt verhungern wir wenigstens bei Licht. So, wie kommen wir da rein? Das ist kein Knopf. Wie nur wie kommen wir da rein? Na, Bruce Willis, alles gut? So, hier kommen wir offensichtlich ja nirgends durch. Da drüben liegt irgendwas im Vogelnest. Und da ist ein... Ich bin kein Feigling. Ja, hier ist es nicht mehr sicher. Da. Und da sind Fenster offen, wie es aussieht. Jetzt sind wir da oben. Und da kommen wir auf Balken drauf. Ich probiere mal gerade. Ich glaube zwar nicht, das wird uns nicht an unser Ziel bringen, aber zumindest sehen wir da mal was anderes. So, vielleicht mache ich erstmal die hier aus. Ich bin so hungrig. Und dann haben wir jetzt mal wieder ein Häuschen durchsucht. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind, aber das war ausnahmsweise mal nicht einfach durch ein Fenster zu erreichen, sondern hier mussten wir ein bisschen herumhüpfen. Und alle am Saufen beim Bett irgendwie. Das war's? Nee, hier ist noch... Natürlich! Ein Vogelnest mit Geldbörse auf der Fensterbank. Kennt man ja. Hat ja jeder. Ich muss schlafen. Au. Also wie kommen wir zum Teufel da rein? Was in diesem Eintopf hat mich angestarrt? Da ist eine Tür. Da sind überall Gitterfenster. Ich habe aber keine Ahnung, wie wir da jetzt einsteigen können. Auf die Dächer. Warum darf man nicht essen? Warum nicht? Das bringt Unglück. Über dem Feuer geröstet schmeckt Unglück gar nicht so übel. So,
So, das Schild nehmen wir auch mal mit, wenn wir schon mal da sind. Wir müssen nur gucken, gleich kommen die Wachen wieder rum. Sieh an, was haben wir denn da? Stone Market Glockenturm, hübsch. Wird sich gut machen in unserer Sammlung. Wundert mich, dass wir das nicht vorher schon hatten. So, da kommen die Wachen. Wir bleiben mal ein bisschen ruhig, bis die Herrschaften wieder weg sind. Ich hoffe, die sehen uns hier nicht. Die haben zum Glück keine Fackel dabei. Ich werd krank. Das spür ich. Ich weiß immer noch nicht genau, wie wir da in das Schmuggler-Ding reinkommen. Verdammt. Ich brauche eine Pause. Da ist doch was. Oh, das tut weh. So, sonst haben wir nichts zu mitnehmen. Hua. Da geht's wieder hoch. Wo geht's denn hier hin? Hier waren wir ja auch noch nicht. Kaffeebohnen kauen wie Git. Ich würde für eine Tasse Kaffee töten. Ach, da oben läuft wieder die Wache rum. Aber hier unten im Dreck lassen sie sich ja nicht blicken. Wo geht's denn hier hin? Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Ja. Wo kommen wir denn jetzt hier hin, frage ich mich da. Nanü? Das könnte natürlich auch ein Weg zum Schmugglerlager sein. Und jetzt frage ich mich natürlich, wo sind wir hier gelandet? Etwa im Schmugglerlager? Na toll, die Tür geht nicht auf. What? Ich meine, was sollen wir denn jetzt hier? Da ist ein Gitter, aber ich verstehe das nicht. Ehrlich gesagt, hä? Huch, wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Was sollen wir denn jetzt hier? Hier gibt es offenbar überhaupt nichts. Manu, ich will belohnt werden dafür, dass ich mich umschaue. Belohne mich, du Spiel, belohne mich. Ich fühle mich veralbert. Ich suche die ganze Zeit nach dem Schmuggler-Ding und finde einfach gar nichts. Und jetzt finde ich was und stehe, na toll, vor dem Nichts. Wieso brennt hier überhaupt Licht, wenn hier eh nichts ist? Vielleicht ist hier was und ich bin zu doof, es rauszufinden, aber ich wüsste nicht, was. Ja, das bringt überhaupt nichts. Seil winden aber hier auch nicht. Versteckte Knöpfe sehe ich hier soweit auch keine. Was vielleicht daran liegt, dass sie versteckt sind, ich bin mir nicht so sicher. Aber ich habe das Gefühl, wir haben hier einfach einen großen, runden Raum voller Nichts gefunden, der vielleicht später noch interessant wird, aber noch nicht jetzt. Ich weiß es nicht, verdammt. Mann, wie doof. Ich dachte, ich finde hier was. Schade. Oh. Na, die Herren? Ich fühle mich nicht besonders. Was ist denn das?
Die Wache ist gerade vorbei, da spiele ich mal auf gut Glück, dass den... Dass sie nicht sofort umdrehen. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. So, und da haben wir... Hallo? So. Da haben wir das nächste Lüftungsgitter. Und ich frage mich, upsie, was wohl dahinter liegen mag. Ich klaue mir mal ganz kurz hier alles natürlich, was nicht nied- und nagelfest ist. Das ist natürlich alles sehr schön. Wir kriegen auch irgendwie genug Gold zusammen. Das ist gar nicht das Problem. Ich würde nur gerne an die Orte... Ich würde nur gerne an die Orte, wo es wirklich die fette Brötte gibt. Verstehste? So ein Schmugglerlager, das würde ich gerne ausheben. Also ich würde sagen... Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hinkommen. Ich hoffe, wir kommen ins Schmugglerlager. Ich glaube noch nicht dran. Es sieht so aus, als würden wir einfach um die Ecke krauchen, hier in irgendeine nächste Gasse rein. Ist ja ein Traum einfach. Na toll, wir sind genau einmal ums Eck bei der schmierigen Tür. Ach, scheiße. Oh, guten Tag. Wohne hier. Naja, naja, naja. Ich glaube, ich begebe mich da mal irgendwo auf die Dächer der Stadt. Framerate lässt mich wissen, dass gerade sowieso eine Renderfolge fertig ist. Ich verstecke mich hier mal auf den Dächern der Stadt und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, wir wissen ja in etwa, wo die Schmugglerhöhle ist. Vielleicht mache ich dann auch mal ein bisschen offscreen weiter. Ich weiß es nicht, das Suchen ist ein bisschen langwierig. Aber auf jeden Fall können wir die Nebenaufträge in der nächsten Folge mal machen. Ne? Ich hoffe, ich denke daran, weil ich mache jetzt ein kleines Aufnahmepäuschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, irgendwie nehme ich zum Ende der Folge immer alles vorweg, was ich im Endscreen sagen will. Ich bin echt voll der Let's Play-Professor. Naja, auf jeden Fall habe ich schon erwähnt, dass wir in der nächsten Folge dann auf jeden Fall die Nebenaufträge erstmal machen und uns vielleicht merken, wo das Schmugglerlager ist, weil ehrlich gesagt das Suchen ist dann doch ein bisschen müßig manchmal. Durch diese Windungen und Wirrungen und Geheimgängungen und dann findest du was und da ist aber nichts und dann suchst du und findest irgendwas und da ist dann nur ein leerer Raum. Das nächste ist nur ein Gitter, was in die nächste leere Gasse führt. Das ist so ein bisschen, ich will, ich brauche, ich möchte Erfolge. Ja, Erfolge definieren mein Gamer, Lieben. Ja, in der nächsten Folge, wie gesagt, ein paar Nebenaufträge und die dann hoffentlich auch ein wenig erfolgreicher. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.